herzlich willkommen zu meinem ersten Video von Stadtleben. Yay! Ja, ich habe es euch schon in vielen Videos gesagt, es geht wieder weiter. Ich habe eine neue Wohnung, Küche, Sessel, Betten, Fernseher, trainiert, Sofa, mit Kleidungen in meinem Kleidungsschrank. Das ist zwar im Wohnzimmer, aber egal. Haben wir hier Schuhe, ganz wichtig. Dann haben wir hier die Wäsche in einem Kühlschrank. Ja, alles, von allem das Nötigste. Schön dekoriert, Alter. Schön dekoriert. Ja, und das ist nicht das Einzige, was ich heute geändert habe. Denn, nun ja, wir fanden... Also ich möchte jetzt den Bauarbeiter mal anrufen. Schauen wir mal, ob der da ist. Grüß Gott, Herr Mounds. Ich bin der Herr Stark. Ja, grüß Gott. Sie sind ja der Bauleiter des Bauprojekts. Wollen wir uns in 5 Minuten beim McDonald's beim neuen treffen am Hügel? Dass wir das besprechen können. Gut, dann Wiedersehen. So, ist doch ein ganz feiner, der Baumeister. Den habe ich echt gern. Ihr habt gerade bemerkt, dass ich die Gemeinde umfahren bin. Das mache ich nicht unabsichtlich, sondern ich mache es mit Absicht, denn da hat sich was geändert. Das habt ihr wahrscheinlich bemerkt, weil da ich renoviere die Gemeinde, weil es sehr gut gelaufen ist. Renovieren wir jetzt die Gemeinde und die spezialisiert sich jetzt nur auf Tourismus. Ich möchte nicht spoilern, aber ihr seht es noch, diese Folge. So, ui, das wäre mal mein Traum dazu. Nee, Maria, das wäre mein Traum. Ah, da ist er ja schon, der Mackie. Ah, da ist er ja schon, der ganz Feine. So, da. Parkplatz fürs Restaurant. Jawohl, da möchte ich hin, Alter. Da möchte ich hin. So. Scheint so, als wäre noch nicht da. Ah, oh, mein Mitarbeiter! Grüß ich treffe mich gerade mit meinem Bauarbeiter für die Renovierung unserer Gemeinde. Sie wissen... Oh nee, nicht schon wieder, der Zerstörer. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Weg. Na, ich wollte eigentlich nur mit meinem Baumeister. Ernsthaft? Das war jetzt nicht vonnöten. Irgendwie halt nicht. Mann, wo bleibt der denn? Es ist schon 5 Minuten, Alter. Wo ist der nur? Mann! Ah, da ist er ja, der Bauarbeiter. Haben Sie recht dazu, hier zu sein? Nein, das war nicht er. Okay, das heißt er. Oh, Sie sind ein Sandmaster. So, kommen Sie mal, kommen Sie. Wir haben ein Meeting. Warum fahren Sie mit dem Fahrrad hier rein? Erste Verwarnung. Mann, kommt jetzt!
Kommen Sie, Herr Mounts. Wo haben wir denn hier für zu dritt was? Da ist er. Gut. Hallo, Herr Mounts. Oh, Entschuldigung. Ich hab nicht nur eine Hälfte. Das geht so weit. Mann, lass es. So. Also, Ihr Kollege Schnürschuh, Herr Mounts, Sie sind ja der Baubeauftragte. Wie sehen die Bauarbeiten bis jetzt aus? Warum? Okay. Aber ich bin schon öfters vorbeigefahren. Ihre Bauarbeiter leisten bis jetzt Großartiges. Es schaut genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja? Ja, holen Sie. Ja. Jetzt ist nur ein Problem. Wie soll die Außenwand schauen? Das weiß ich, aber wie wär's mit so grau-weiß Holz? Wenn Sie in den Baukatalog schauen, gibt's unter Bau ziemlich weit unten so Paneling in verschiedenen Farben. Und da dass die Wände weiß sind oder dieses Grey und dann, also Light Grey und dann die Umrandungen bei Fenstern mit normalen Grey. Wäre das möglich und würde sich das auch vom Kapital ausgehen? Na gut, das heißt, wir haben eigentlich einen Pack. Gut. Ja, hier, Herr Mounty. Gut. Ja. Sie, Herr. Wie heißen Sie nochmal? Ich? Ja. Ja, ich heiße Jonas-Bär. Ah, stimmt, da, Herr Bär. Ich sehe Sie morgen, weil wir können dann schon ein bisschen beginnen einzurichten. Also zumindest mal die Einrichtungsmöbel auszusuchen, weil das dauert ja, bis die geliefert werden. So, Herr Miau, Mounts, Entschuldigung. Gut. Gut. Fahren Sie mir bitte nach. Wir fahren zur Baustelle und schauen uns das mal an. Ja, ich sehe Sie morgen. Sie können auch bei mir mitfahren. So, da kommt nichts, dann fahren wir. Wie geht's Ihnen denn so, Herr Mounts? Die Frau Miau. Mau? Ah ja, stimmt, Miau hat sie gehalten. Mann, mit diesen vielen Namen komme ich schon durcheinander.
Ja, gut. So, sie haben sehr gut abgesperrt, muss man ihn schon lassen. So, kommen Sie mal hierher. Hier. Ich hab den Band aufgerissen. So. Kommen Sie mal. Die Gemeinde sieht ja eigentlich so aus wie damals. Ja. Die Bäume sind halt schon gewachsen. Nur ihm sieht es jetzt komplett anders aus. Und hier sehen Sie, dass, wie ich das meinte, hier, das rechts können Sie mal vergessen. Aber so habe ich mir das vorgestellt, die Höhe von den Fenstern und so. Sie haben Ihre Arme ganz komisch. Ich weiß. Also hier, das so. Wie viel wird das ungefähr kosten? Ich bin der Staat, ich hab genug. Gut. Dann erfreue ich mich auf eine gute Qualität von Ihnen. Gut. Also, Herr Mounts, kommen Sie. Hier sieht das ja eigentlich schon ziemlich fertig aus. Da, das Busterminal ist schon eigentlich fertig. Das Dach auch schon. Ich weiß, das ist der LKW. Das ist der LKW, der den ganzen Müll abräumt. Oder abfährt. Und hier hinten... Ja, ich weiß, aber wir stehen hier bald Busse. Und hier ist der Essenslieferant, da ist Essen drin. So. Ja. Gut. Hier ist ja alles fertig. Ich möchte morgen mit meinem Kollegen, den Herrn Bären, hier einrichten schon mal. Hier diese Kassen. Ab wann ist das genehmigt von der Baustellenleitung? In 14 Tagen? Okay. Dann ist das betretbar für uns. Gut. Wir reißen diese ganzen Außenwände ab. Und am Ende sieht es dann so aus, wie das linke hier. Ja, ja. Nur, dass wir dabei bleiben. Und jetzt diese Fläche, das wird ja dann später noch ein Parkplatz. Weil wir haben hier nirgendwo Parkplätze. Wie viel könnten sich da ausgehen? Mindestens. Okay. Okay. Hey, da ist ja noch der Herr Bär. Mann, der beobachtet uns. Der Kran ist ja schon aufgebaut. Das heißt, nächste Woche wird dieses Projekt angegangen, dass die Wände abgerissen werden und versetzt werden und der Parkplatz gebaut wird. Dann ist ja eigentlich die Gemeinde schon fast fertig. Gut. Gut. Dann war es das so hier von der Baustelle.
hier habe ich schon gesehen, ist hier ihre Ausrüstung für die Männer und ihre Avatar. Und wir sehen uns dann nächste Woche bei dem Abriss der Außenwände. Gut. Ja, Wiedersehen. Warten Sie, muss ich Sie noch zur Maggie führen? Für Ihr Rat? Oder nach Hause zumindest? Ach so. Ja, sehr ruhig hier, gell? Gut, Wiedersehen. So. Ach, der Herr Mounds, das ist ein ganzer Feiner. Ach, ich fahre hier immer gegen die Einbahn. Ich kenne mich hier aber noch immer nicht aus. So. Jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder zu Hause. Geil. So. Dann sehen wir uns übermorgen am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge und wieder mal viel Spaß wie in dieser Folge. Ich glaube, dieses Projekt, das ist so legendär. Es gefällt, glaube ich, jedem hier. Gut, dann habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag und wir sehen uns am Mittwoch. Tschüss!